Alle Röhr, meine lieben Freunde, wir machen Run mit Blue Baby. Ich hasse es, wenn die Runs einfach so null laufen. Das ist halt übel dumm. Ich krieg Bosse. Das glaubt ihr nicht. Und das halt ohne irgendwie Damage ab Items zu bekommen. Wir hatten halt so eine Sachen wie Slow Effect oder neues Space Item. Ein HP-Upgrade oder HP-Upgrades allgemein. Das haben wir alles bekommen, ja, schön. Aber nichts, was irgendwie irgendwas bringt, wisst ihr? Kein Damage ab oder so. Ich habe sogar die kompletten Ebenen komplett ausgecheckt, um zu gucken, ob wir irgendwo noch irgendwie randommäßig ein Item rumliegen haben. Aber nein, nirgends. Übel dumm. Als Blue Baby hast du es schon nicht leicht, weil du dann keine roten Herzchen oder so mitnehmen kannst. Und du brauchst halt irgendwie Dark Bum und Devil Deal. Das wäre halt so das Optimale. Oder man kriegt solche Itemräume. Ist das dein Ernst? Was soll ich denn mit sowas, Alter? Was ist das, Gerb? Toll. Hä, ich hab das... Oh, wie, sag nicht, der saugt jetzt... Gelb macht das mit Trinket-Effekte einsaugen. Oh, nee. Das finde ich jetzt nicht okay. Ja, wir haben ja Curse of the XXL, ne? Oh, Mann. Oh, ich hasse diesen Effekt. Ich wollte es gerade ablegen, das Trinket. Gerade ablegen. Toll. Oh, gib mir Brimstone oder so. Dann bin ich noch mit den Tränen zufrieden. Oder Laser. Laser wäre auch was Schönes. Sensen wahrscheinlich auch noch. Bouncy Tears. Das ist, glaube ich, auch okay. Habe ich nicht im letzten Run noch gesagt, ich will gerne mehr Bouncy Tears haben? Jetzt habe ich's. Ich liebe Bouncy Tears. Bouncy Tears ist geil. Bouncy Tears ist cool. Aber scheiße. Auch noch von der Superbomb getroffen worden. Oh nie. Komm, Balls of Steel. Hier mit Damage. Okay. Das Spiel mag mich nicht. Eindeutig. Alter. Diesen Tränen zu kämpfen ist anstrengend, Leute. Das Space-Item hatte ich eben auch schon in dem Run gefunden und ich glaube, ich nehme es auch wieder mit. Falls wir wieder Dings machen wollen, also falls ich gerne den Boss-Rush machen will, aber nicht mehr rechtzeitig hinkomme. Digga. Das ist dein Ernst, als ob der mir die ganze Zeit nur so ein paar Mini-Münzen gegeben hat. Zwei Münzen oder so habe ich. Drei Münzen habe ich bekommen? Irgendwie so. Wow. Es fehlen noch fünf Münzen, Leute. Wähle noch 5 Münzen. Wieso habe ich eben keine Bombe benutzt, um den blauen Stein zu sprengen? Sagt mir das mal einer. Wieso hatten wir im Itemraum wieder nur Kacke, außer Bouncy Tears? Also stimmt ja ein. Anderer Itemraum war wirklich scheiße. Bombe, nice. Geld? Nein. Das belastet mich gerade, dass wir so scheiß Items kriegen, Alter. Das ist echt doof. Ich hoffe, die Bosse geben echt gute Items. Und der Devil Deal hat was Schönes für uns. Das wäre echt nett. Wir können sogar einen Devil Deal mitnehmen. Ist doch schon mal schön. Die Batterie, was haben wir da? War da oben schon der Boss? Weiß ich nicht. Aber der ist wahrscheinlich da. Höchstwahrscheinlich. Wir haben ein blaues Feuer, was wir ignorieren werden. Und einen Opferungsraum. Ich glaube, ich mach's aus. Oh Gott. Dein Ernst? Was ist das? Mann, die Tränen! Ich will diese Tränen nicht. Oh, dieses Spiel tiltet mich. Immerhin haben wir blaue Herzchen, blaue Steine hier, aber wir bekommen wahrscheinlich keine Bomben mehr, ne? Du hast Bates, natürlich. Ja, immerhin haben wir schön viele Schlüssel, ne? Man muss es ja auch positiv sehen. Hust. Im Shop war eine Bombe, ja. Kommt drauf an, wie viele Münzen wir noch bekommen. Zur Not scheiße ich auch auf das Space-Item. Ist kein Ding. Ich muss den Boss-Rush jetzt nicht unbedingt machen.
Aber ich würde halt doch schon ganz gern Devil die mitnehmen. Aber einen Boss können wir machen. Den ersten können wir machen. Ist ja kein Ding. Vielleicht droppt der auch die Krone oder so. Obwohl, nein, ich will Damage. Ich will tolle Items. Monstro. Okay. Bouncy Tier ist noch ziemlich cool. Können wir das Trinket echt nicht mehr ablegen, Alter? Nein, ich spam oder ich halte gerade diesen Knopf gedrückt. Den Knopf, um alles abzulegen. Aber es funktioniert nicht. Wir können nichts mehr ablegen. Oh, ist das dumm, ey. Komm, gib mir irgendwas, was nicht mit diesen Tränen so dumm funktioniert. Also, Brimstone ist halt ganz geil mit den Tränen. Weil dann hat man so ein Schlangenform. So einen eckigen Brimstone, halt, der in dieser. Ja. Weise. So aussieht. Ach, egal. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Oder ihr könnt euch was drunter vorstellen, glaube ich, oder? Ich schätze schon. So, ich will blaue Steine. Blaue Herzen. Blaue Herzchen will ich haben. Denn ich brauche den Devil Deal. Eins. Wow, ich kann einen Devil Deal mitnehmen. Ha. Ich hoffe, da ist irgendwas Tolles. Irgendwas Tolles im Devil Deal. Wir sind jetzt schon seit 6 Minuten. Nee, doch, seit 6 Minuten auf dieser Ebene. Alter. Ich hoffe, ich bekomme was Gutes. Haunt. Okay, erstmal Haunt. Alles klar. Ah, okay, war kein Ding. Wir haben hier übrigens endlich einen Damage abbekommen, ne? Wir haben gutes Damage abbekommen. Die Spritze ist okay. Damage und Speed up. Kann ich nicht mich beschweren. Au. Mann, die Spinne, Alter. Oh, diese Spinnen. Ja, ich kann noch einen Devil hier mitnehmen. Was haben wir hier? Gib mir doch ein blaues Herzchen. Jera, okay, das ist schon mal ganz gut. Tears up, das ist nett. Das ist nett. Hm. Natürlich kriegen wir nichts Gutes. Okay, wir nehmen Jera mit und gehen in die nächste Ebene. So, jetzt haben wir auch eine Angel-Deal-Chance. Wir haben keine Bomben. Ich gehe hier rein. Werde enttäuscht. Bouncy Tears regelt. Und diese Tränen sind kacke. Oh Gott, ey, dieses Trinket, ey. Toxic Shock. Toxic Shock ist ein schönes Item. Oh ja. Toxic Shock ist geil. Wenn wir in einen Raum reinkommen, macht es jetzt halt Damage. Ist halt übel geil. Übel schönes Damage vor allem. Oh, diese Tränen. Gott, diese Tränen. Es ist so schlimm. Es ist schlimm. Okay, ich will hier noch in den Kampfraum zurückgehen. Wir haben eine Bombe. Das machen wir, nachdem wir den Boss besiegt haben. Ja, doch. Machen wir. Ich wäre fast in die rote Spur gelaufen. Das wäre dumm gewesen, Alter. Haben wir schon wieder Curse? Ja, Mann. Wir haben schon wieder... Was? Wir haben schon wieder eine XL-Ebene, Alter. Diesmal können wir uns auch endlich mal was im Shop leisten. Komm. Oh, danke. Komm, gib uns Geld. Nein, okay, dann nicht. Toxic Shock ist schön. Toxic Shock ist schön. Aua. Ich bräuchte blaue Herzchen, damit ich mir ein Devil Deal, falls nochmal einer auftaucht, mitnehmen könnte. Komm schon. Oh Gott. Warum haben die diesen Pilzen so viel Leben gegeben, Alter? Warum? Es ist so übel. Übel dumm. Weil sie einfach so nervig sind, wisst ihr? Sie machen ja nichts wirklich. Sie sind ja nicht schwer. Sie sind halt nur nervig, weil sie viel Leben haben. Mit vielen anderen Gegnern im Raum kann das halt ein Problem werden.
Könnte. Muss nicht, aber könnte. Oh Gott, da. Okay. Okay, habt ihr gerade den Stein unten links gesehen? Der hat geleuchtet. Das heißt, da unten ist der Schwarzmarkt. Das macht unser Trinket. Bringt Steine zum Leuchten, die einen Schwarzmarkt unter sich haben. Oder, wow. Oder ein blauer Stein sind. In der Womp-Ebene ziemlich cool. Auf jeden Fall. Und halt, um Schwarzmärkte zu finden, auch ziemlich cool. Blaues Herzchen, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, ja, wir Restock. Vielleicht finden wir wieder zwei Steam Sales. Das wäre schön. Ich will more Options haben. Ich will more Options. Bevor ich den Boss mache. Bitte gib mir more Options. Und die Spider-Mod will ich eigentlich auch haben. Oh Mann. Oh Mann. Spider-Mod ist schön. Spider-Mod ist ein cooles Item. Ich mag die Spider-Mod. Komm, Kettenreaktion. Okay. Okay, okay. Komm. Hier ist der Boss, oder? Ist der Boss hier? Ist das ein Loop? Ich weiß nicht. Ich habe gerade zweimal Damage bekommen, weil ich mit diesen Tränen nicht ziehen kann und nicht ausweichen kann gleichzeitig. So ist er. Gott, oh Gott, ey. Okay, das war Damage. Das war Damage. Netter Damage. Alter, wo sind wir hier? Geh weg. Danke. Kann ich bitte irgendwas Gutes kriegen? Okay. Hier haben wir den Boss. Komm schon. Danke. Den Boss mache ich jetzt aber nicht, denn ich will erstmal Options haben. Ich will erstmal Options. Denn dadurch habe ich mehr Options. Ha. Wer hat's gedacht? Ich mach das mal hier. Renn dann gleich auf dem Rückweg wieder vorbei hier. Und dann. Ja. Holen wir uns das Geld, holen uns mal Options, machen den Boss. Ja, bei uns fehlt ja nämlich noch der Itemraum, den ich da gerade rechts gesehen habe. Genau. Ach, komm schon. Danke. Da wäre ich fast reingelaufen. Paralysis. Krass. Ich glaube, ich dupliziere gleich blaue Herzchen oder so. X-Ray Vision. Cool. Dadurch sehen wir die Geheimräume. Ist das dein Ernst? Du musst fliegen können, um fliegen zu können. Ist das dein Ernst? Dieses Spiel, ne? Beziehungsweise du musst fliegen können, um die Möglichkeit zu haben, fliegen zu können. Vielleicht ist das eine Hangman-Karte. Orbel Lovers, okay. The Lovers. Ach komm, Alter. Das ist übel mies. Aber wir können doch. Ach genau, Kampfraum. Ich lasse mir Zeit, Leute. Wir machen den Boss Rush nicht. Ich lasse mir Zeit mit dem Run. Obwohl ich gar nicht so viel Zeit habe. Ne, wir gucken nochmal hier weiter, weil hier könnte noch irgendwann der irgendwo der Geheimraum sein. Der super Geheimraum. Ist aber nirgends, okay. Ja, da oben kann er nicht sein, deswegen müssen wir da gar nicht erst gucken. Er wird hier oben sein, oder? Im letzten Raum hier rechts wahrscheinlich. Obwohl, nein. Könnte noch hinten beim Boss irgendwo sein. Geld! Ihr könnt nochmal rerollen und uns eine Karte kaufen. Ich glaube, das machen wir auch. Das ist so gemein, Alter. Du musst fliegen können, um die Möglichkeit zu haben, fliegen zu können. Das ist so dumm. So dumm. Zacki, zacki, Raum war ich drin. Naja. Schlüssel. Kommt noch eine Münze. Schade. Okay, einen Raum haben wir nur noch übrig. Ich glaube, den checken wir auch noch aus. Ja. Vielleicht haben wir eine Hangman-Karte drin. Das weiß man ja nicht, ne? Soll ja alles möglich sein.
Oder Magic Mushroom. Oder Pillen, okay. Best it. I can see forever. Tears up. Tears up finde ich sehr gut. Wo ist mein Kakaopnen gewesen? Lol, einfach weg. Gut, komm, dann versuchen wir jetzt nochmal eine Karte zu sprengen. Das hier war ja Lovers. Dein Ernst. Dieses Spiel hasst mich. So abgrundtief hasst es mich. Es hasst mich einfach. Scheiß Spiel. Echt gemein. Mann. Das kann nicht wahr sein, ey. Nicht schon wieder, du. Das hatte ich eben schon. Und an dir bin ich auch gestorben. Weil ich kein Damage hatte. Nichts. Ich hatte gar nichts. Ja, genau. Oh Gott, ist das mies, Alter. Ohne Witz. Übel mies. Okay, komm. Komm einfach her, lass es über dich ergehen. Warte, Alter. Oh Gott. Diese Kugeln sind halt übel. Also, die sind krass. Wie schnell sie rausgepfeffert werden, ist halt schon heavy. Ja, die eine hier dann nicht, ne? Nur die, nur wenn es zwei sind. Komm. Sei doch endlich down. Danke. Ich nehme das mit. Macht ja keinen Unterschied wirklich. Oh Gott, dein Ernst. Dein Ernst, Alter. Was ist, wie, Alter. Gegen was muss ich hier denn kämpfen, Mann? Okay, er ist besiegt. Hat weniger Leben als erwartet. Ich nehme das mit. Und das gibt uns noch ein blaues Herzchen. Und wir gehen weiter. Oh Gott. 16 Minuten bisher. Wow. Bob's Rotten Head. Okay. Ich glaube, ich nehme Bob's Rotten Head mit. Tatsächlich. Ja. Macht durchaus mehr Sinn. Weil unser Poop-Item. Ach. Ich habe eh keinen Bock, die ganze Zeit die ganzen Kackhäufchen zu zerstören. Habe ich einfach keine Lust drauf. Oh Gott, Alter. Und ich muss wieder zurück. Dein Ernst? Muss das sein? Das mache ich. Dein Ernst? Wow, sogar Bob's Rotten Head hat den Trinket-Effekt. Und den Bouncy-Tears-Effekt, Alter. Das wusste ich gar nicht. Aber Toxic Shock ist schön. Toxic Shock macht schön Damage. Okay, den müssen wir als letztes killen, denn er droppt mehr Stuff. Weil er die Krone auf hat. Und wie ihr seht, hat er auch ziemlich... Oder doch nicht, hä? Okay, dann check ich's nicht. Moon einsetzen. Hallo Greed, du kannst schon mal nicht im Shop auftauchen, das ist schön. Jetzt zu wissen. Oh Gott, diese Tränen, Alter. Ich glaube, diese Tränen zerstören mich gerade. Das ist der Itemraum, sehr schön. Oh Gott, was ist das denn für ein Raum, Alter? Okay, Itemraum. Können wir auch mal irgendwelche coolen Items bekommen? Wir haben bisher nur Toxic Shock als cooles Item bekommen. Okay, und more options. Und die Spritze umbaut. Okay, wir haben nur kein Damage. Nur kein Damage bisher bekommen. Okay. Doch, okay, die Spritze haben wir. Ja, wow. Mehr Damage aber auch nicht. Ich gehe hier lang. Aber ich will noch in den Shop. Der dürfte rechts von uns sein. Eigentlich. Okay. Okay, so. Erstmal alles zum Fass schicken. Wir haben eh keine Bomben, deswegen muss ich das so machen. Das ist halt ein guter Trick, weil man kann die Steinkisten halt schieben. Und dann hier beim Fass explodieren lassen. The Stars-Karte, okay. Da ist der Shop, super.
Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit und 5 Münzen spenden wir. Okay, nur 2 Münzen spenden wir, dann nehme ich noch eins mit. Wir haben Leben. Das ist schon mal gut. Die anderen Items waren halt eher unnötig. Was haben wir hier? Oh Gott, ist das dein Ernst? Immerhin habe ich ihn getroffen. Wir machen an diesen Viechern hier keinen Damage, Alter. Wow. Komm. Komm. Nice, haben wir. Den haben wir auch gleich. Yes. Devil Deal. Okay, ich nehme das mit, weil es gibt einen Schlüssel und ein blaues Herzchen. Das andere wäre halt nur ein HP-Upgrade gewesen und das nehme ich mit. Ein 4-Shot ist okay, außerdem gibt uns Damage ab. Oh Mann. Alter. Das ist echt ein abgefuckter Run. Aber so kenne ich die Blue Babies Baby Runs immer gemein. Komm. Okay. Dieses Trinket halt, ne? Ey, das ist so. Oh Mann, ey. So schlimm. Okay, so. So. Okay, Trinket, was ist das? Rage Gross. Ich weiß gar nicht, was uns das bringt. Daggers! Hebt Daggers eigentlich auch? Aua! Curse of the Lost auf? Also, Curse of the XL? Wäre mal nett zu wissen. Ja, eigentlich ja nicht, ne? Daggers hebt halt Flüche auf und Curse of the XL ist ein Fluch. Also, XL-Ebene halt, weißt du? Curse of the Labyrinth heißt es, genau. So war's. Eigentlich müsste er es ja aufheben. Blauer Stein, sehr schön. Wir sind nur ganz knapp zu spät für Mom. Für den Boss Rush. Hätte ich natürlich mit diesen Tränen hundertprozentig gemacht. Mit dem Leben. Oh, Alter, dass die auch immer in meine Richtung die Tränen schießen. Ich bin gerade unlucky. Unlucky. Okay. Negativ mitnehmen. Rein. Und wir sind in der Bomb-Ebene. Ich hätte vielleicht noch den Shop suchen müssen. Können. Suchen können. Aber egal. Okay. Bombe nehme ich mit. Okay, natürlich geht's. Aua. Komm schon. Ich schätze, wir müssen oben lang. Nein, okay, müssen wir nicht. Geht weg. Dann unten lang. Ich wette, das ist auch wieder falsch. Two of Clubs. Okay, wir hätten schon mal ein paar Bomben. Oh Gott, oh Gott. Rein hier. Wow, ein Reroll-Automat. Yay. Dorfharz. Wow. Irgendwas fehlt dem Blue Baby. Irgendwas, was ihn ein bisschen stärker macht. Ich kann davon nichts mitnehmen. Ich hätte Wheels of the Call, the World of the Whatever mitnehmen können. Aber dann hätte ich nur ein schwarzes Herzchen gehabt. Und. Nee. Wir können in den Zacki-Zacki-Raum reingehen gleich. Ja, das mache ich. Komm, gib mir ein HP-Upgrade. Toll. Blauer Stein? Nee, es hat nicht geblinkt, okay. Toll. Ich brauche Herzen. Damit ich noch den Devil Deal gleich hoffentlich wieder bekomme. Chance ein bisschen erhöhen. Komm, schwarze Herzchen. Nein. Okay. Und rüber. Natürlich werde ich dann noch getroffen. Weil wir haben ja super tolle Tränen durch das Trinket. Woo! Super tolle Tränen. Na, 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 na. Oh yeah. Ist doch gar nicht scheiße, dieses Trinket. La, la, la.
Nein, wie komme ich drauf? Keine Ahnung. Es wird nichts mit Brimstone, Leute. Das wird nichts. Okay. So langsam machen wir gut hier, ne? Das gibt uns Evil ab. Kann ich nicht mitnehmen, aber ich nehme das mit, komm. Haben wir zwar nur ein schwarzes Herzchen, aber ach, ist okay. Ist okay. Ich hätte das andere Trinket, das andere Item mitnehmen sollen. Es hätte uns nämlich Speed Up und Liegen gegeben. Aber okay. Ist mir jetzt erst eingefallen. Und so wirklich was gebracht hat uns das HP-Upgrade. Alter, ja auch nicht. Ey, wie schnell dieser Typ ist. Wie schnell der gerade einfach war. Okay, das ist mein Todesraum, oder? Nein? Nein, wie es aussieht nicht. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Mein Gesicht juckt. Oder gekitzelt. So. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So super Form. Und die ganzen ziehen. Okay, warte mal. Es zieht hier eh alles ein ganzes Herz hier ab. In dieser Ebene. Alter, als ob der gerade instant den Vier-Effekt verloren hatte. Okay, wir gehen hier lang. Gott, ist der schnell gewesen. Oh Gott. Nein, Mama, ich kann gerade nicht, Alter. Ich kann gerade nicht. Oh Gott. Ich hasse es, während dieser Aufnahme gestört zu werden. Oh. Mann, ich mach demnächst alles aus, wenn ich aufnehme. Gott. Ist das schlimm. Mann. Okay, Leute. Das tut mir leid. Ohne Witz. Ey, nee. So ein anstrengender Part. Aber es muss ja auch mal wieder sein, ne? Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich fand den Part wieder langweilig irgendwie. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.